Und schon wieder Neuigkeiten von Permatogo. Der Pizzaofen ist jetzt weiß. Das ist wie gesagt eine Lehmkonstruktion, die ich jetzt mit Kalk bestrichen habe. Und gestern haben wir den zum ersten Mal dann auch angefeuert. Ich finde das mit dem Schwarz da sehr geil. Wirkt noch ein bisschen authentischer. Pizza war wieder super lecker. Und der Kalkanstrich, ja, hat es gut überstanden. Also, was gibt's sonst Neues auf Permatogo? Schwein hatte ich ja gestern ein separates Video geschickt. Hier bauen wir gerade ein Außenbassin, wo ich ein kleines bisschen Pool-Ambiente um den Lagerfeuerplatz her gestalten möchte. Denn immer häufiger besuchen mich auch Leute auf Permatogo und lassen sich es hier gut gehen. Und zwar wird das auf meinen sehr steinigen Vorplatz hier einfach ein schnell improvisiertes Bassin zur Wasserspeicherung. Wir haben jetzt, wie gesagt, dann noch ein bisschen ausgeschöpft, den Sandstein weggehauen. Und jetzt ist der Gregor da gerade dran, das mit Beton innen zu verschmieren. Daneben soll es, wie gesagt, mal ein paar Bänke geben, um die Baumschule zu beobachten. Und ab und zu gibt es ja bei uns Spanferkel vom Grill, auch neu gerade im Machen der Räucherofen. Da zeige ich euch separat gleich ein Video. Übrigens hat mein Truthahn-Kumpel jetzt auch wieder ganz viele Mädels um sich rum. Ich habe ein paar von seinen Brüdern eingetauscht und ein paar Weibchen bekommen. Die Zisterne ist jetzt endlich fast auch komplett voll mit der Widderpumpe. Dauert es doch immer 3-4 Tage, bis die ganzen 38.000 Liter hier oben ankommen. Da schwimmen, wie gesagt, Wasser jetzt hinten rum. Ach so, kleine Anekdote noch. Wir haben sie ja erhöht um einen halben Meter, mussten auch den Überlauf erhöhen. Und irgendwie hat der Maurer es auch beim zweiten Mal hinbekommen, dass in diesem Bereich da hinten die Mauer tiefer war als der Überlauf. Deswegen habe ich da heute nochmal mit der Hand selber nachgeschmiert. Also, Wasserspeicherung, Permatogo, funktioniert. Hier unten geht es jetzt weiter mit meinen Trockentischen. Da habe ich Gestelle gebaut, um das Stroh zu lagern. Es ist bald die Erntezeit und ich brauche für meine Dächer dieses Jahr einiges. Das Ding haben wir letztes Jahr aus Bambus gebaut. Da ist es doch zu schwer gewesen, zusammengekracht. Und da wird jetzt mal die Konstruktion etwas verstärkt. Diesen Platz für meine Trockentische habe ich hier gewählt am Zugang, am Südzugang meiner Farm, der Fußweg, wo man sieht, dass eigentlich ein sehr steiniges, felsiges Gelände hier nur vorzufinden ist. Da würde nur ein bisschen Stroh selber wachsen. Ich habe hier dementsprechend auch gute Sonneneinstrahlung, ohne irgendwelche Bäume kürzen zu müssen. Musste jetzt hier schon vier, also zwei holen die Jungs gerade noch, kleinere Triebe von Sangera heißt das, als Struktur nehmen. Der Bambus kommt ungefähr 500 Meter weiter unten aus dem Tal. Und hier haben wir die Verbindung. Das sind Lianen, die wir jetzt vierteln werden, auffasern. Und dann zwischen dem Sangera-Holz und dem Bambus hin und her weben. Und dann eine feste Struktur mit einer schönen Plattform hier kreieren.